die weltberühmte Freiheitsstatue, Symbol des amerikanischen Traums von Freiheit. So fing alles an. 1874 kam ein französischer Bildhauer nach New York. Frédéric Auguste Bartholdi kam nach Amerika, um herauszufinden, ob man hier eine Statue akzeptieren würde, als Geschenk des Französischen an das amerikanische Volk. Dieses Geschenk sollte anlässlich des 100. Jahrestags im Jahr 1876 an die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Gründung der Vereinigten Staaten erinnern. Die Statue sollte das amerikanische Vorbild ehren und zugleich ein Zeichen für die Freiheitsbewegung Frankreichs setzen. Bartholdi und de Laboulaye unterstützten eine stabile Demokratie und wählten als Symbol diese Göttin. Anhaltspunkt Nummer 1. In knapp 100 Metern Höhe ragt in ihrer Hand eine brennende Fackel. Ein zentrales Symbol der aufklärerischen Freimaurer. Was wir damit ausdrücken ist, wir passen auf, dass das Licht des Wissens und der Aufklärung niemals erlischt. Das ist die Bedeutung dieses Symbols. Unter ihrer Außenhaut ist dieses wunderbare Rahmenfachwerk, das sie stützt. Eine fantastische Konstruktion von der Firma Gustav Eiffel. Aber die Proteste verhallten und die Statue wurde 1886 feierlich eingeweiht. Miss Liberty war bald die berühmteste Statue des Landes, wenn nicht der Welt. Dennoch gibt es Details, die nicht jedermann geläufig sind. Über ihrem strengen Gesicht trägt sie eine Krone oder vielmehr ein Diadem. Darüber einen siebenzackigen Strahlenkranz. Oft ist von der Krone die Rede. Viele Leute halten irrtümlich nur die Zacken für die Krone, aber es ist ihr Strahlenkranz. 25 Fenster geben den Blick frei auf Manhattan und den Atlantik. Immer wieder sucht man in dieser Zahl und ihrer Anordnung eine verborgene Bedeutung. Es soll Juwelen auf dem Diadem darstellen, so wie sie halt jeder Prinz oder König oder jede Königin trägt. Nur eine Krone. Mit ihrer Rechten hält sie eine großartige Fackel hoch. Diese Fackel ist Symbol der Erleuchtung, der Weisheit, des Wissens. Und das trägt sie für Amerika in der rechten Hand. Szenenwechsel. Washington DC, oft das Hauptquartier der freien Welt genannt. Und jeder Tourist kann bestätigen, dass man sich hier leicht verirren kann. Das hat die Stadt natürlich ihrem Namenspatron zu verdanken. George Washington höchstpersönlich hat die Anlage der Stadt an den Ufern des Potomac ausgesucht und festgelegt. Pierre L'Enfant war einer der vielen Franzosen, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der Kolonien gegen die Briten und ihre deutschen Söldner kämpften. In dieser Zeit lernte er den Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee George Washington kennen. L'Enfant hatte sich einen Namen gemacht. Und als man 1791 jemanden suchte, der die Hauptstadt auf dem Reichsbrett entwerfen sollte, fiel die Wahl auf ihn. L'Enfant orientierte sich an den landschaftlichen Gegebenheiten. Als erstes legte er fest, dass das Kongressgebäude auf einem Plateau thronen sollte. Das Weiße Haus, der Sitz des Präsidenten, wurde absichtlich unterhalb des Plateaus angesiedelt, um seine Unterordnung unter die Macht des Volkes und des Kongresses zu demonstrieren. Der oberste Gerichtshof sollte eigentlich dazwischen liegen, um die beiden auszutarieren. Der Kongress hielt es anfangs nicht für nötig, ein eigenes Gebäude für ein Gericht bauen zu lassen, das nur zweimal im Jahr tagte. Der Bau wurde vertagt. Erst in den 1930er Jahren bekam das Gericht sein eigenes Domizil, direkt hinter dem Kapitol. Aber Weißes Haus und Kongress belauern sich immer noch von den beiden Enden der Pennsylvania Avenue. Hier ein weiteres nationales Symbol der Vereinigten Staaten. Die offizielle Flagge hat sich zwar in den mehr als zwei Jahrhunderten 14 Mal verändert, aber ihre große, zeichenhafte Bedeutung behalten. Das Hissen des Banners im Februar 1945 auf der japanischen Insel Iwo Jima wurde zur nationalen Siegespose.
Im Vietnamkrieg signalisierte es Freude und Leid. Am 11. September 2001 wehte die Flagge als Symbol der Hoffnung über den Trümmern. Jedes amerikanische Schulkind weiß, George Washington bat Betsy Ross, die Witwe eines im Unabhängigkeitskrieg gefallenen Soldaten, eine Flagge zu entwerfen. Fassen wir zusammen, was wir über die Nationalflagge wissen. Die meisten wissen nicht, dass die amerikanische die erste Nationalflagge der Erde war, die für Menschen stand und nicht für Monarchen und dergleichen. Farben, Wappentiere und Zeichen auf Stoff waren schon lange von den Führern dieser Welt erfolgreich als nationale Symbole eingesetzt worden. Die lange Geschichte bis zum amerikanischen Sternenbanner begann in England. König Jakob I. verlangte, alle britischen Schiffe sollten unter dieser Flagge fahren. Der Union Jack verbindet das Georgs mit dem Andreaskreuz. 1634 war die Flagge über den Atlantik bis in die ersten amerikanischen Kolonien vorgedrungen. Möglicherweise entstand daraus später das Sternenbanner. Von den Farben her liegt die Vermutung nahe, es stammt vom Union Jack. Mitte des 18. Jahrhunderts begann der Widerstand der Kolonien gegen das britische Mutterland. Und die Amerikaner entwarfen ihre eigenen Flaggen. Diese zum Beispiel stammte aus einem Artikel von Benjamin Franklin, der vorschlug, Klapperschlangen nach England zu schicken. Die Schlange wurde zum Widerstandssymbol mit dem unmissverständlichen Motto, komm mir nicht zu nahe. Seit 2002 weht diese Flagge wieder, und zwar auf allen Schiffen der US-Marine als Warnung an den weltweiten Terrorismus. Die erste im engeren Sinn amerikanische Flagge ließ George Washington Anfang 1776 nahe Boston aufziehen. Sie sollte die Gründung der Kontinentalarmee im Kampf gegen die Briten markieren. Die erste offizielle amerikanische Flagge mit den Farben der Kontinentalen war auch als Flagge der Großen Union bekannt. 1777 erließ der Kongress eine Resolution zur Nationalflagge. Lediglich ein langer Satz, aber er enthält immerhin die Sterne und Streifen. Eine kurze Passage, mehr Anhaltspunkte haben wir nicht. Dort wurde festgelegt, dass die Flagge 13 Streifen haben solle, abwechselnd rot und weiß, und 13 Sterne in einem blauen Feld. Wir wissen natürlich, dass die Anzahl der Streifen für die 13 Kolonien stand und je ein Stern für jeden Bundesstaat. Es gibt Vermutungen, dass Blau stünde für Mut oder Standhaftigkeit, das Weiß für die Reinheit der Sache und das Rot für die Opfer während des Krieges. Was ebenfalls kaum noch jemand weiß, das Sternenbanner, das heute an den Feiertagen wie ein Fahnenmeer übers Land schwappt, war nicht immer so populär gewesen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts freundeten sich die Menschen damit an. Damals wurde die Flagge eigentlich nur von der Regierung, dem Militär, der Marine für Signal- und Kommunikationszwecke verwendet. Das hat sich geändert, und zwar, was nicht allzu häufig in der Geschichte vorkommt, fast über Nacht. Es handelt sich genau gesagt um die Nacht zum 12. April 1861. Die Artillerie der konföderierten Südstaaten eröffnete das Feuer auf Fort Sumter in South Carolina. Der Bürgerkrieg begann und zerriss das Land. Die Menschen in den Nordstaaten wollten jetzt Flagge zeigen. Als in Fort Sumter die Flagge eingeholt wurde, wurde sie tausendfach im Norden aufgezogen. Damals hatte ja so gut wie keine Privatperson eine Flagge zu Hause. Aber kaum hörte man in Boston und Philadelphia von den Vorgängen im Süden, waren die Flaggen gehisst. Am 4. Juli 1776 hat der Kongress ein Komitee berufen, das ein offizielles Siegel für offizielle Dokumente entwerfen sollte. Man stelle sich diesen heißen Julitag vor. Sie bemühten sich, die Unabhängigkeitserklärung auf den Weg zu bringen, und dieses bemerkenswerte Dokument brauchte natürlich ein Siegel. Wer saß im Siegelkomitee? John Adams, Benjamin Franklin und Thomas Jefferson. Die drei, deren Aufgabe es zugleich war, die wichtige Erklärung aufzusetzen.
Brillante Köpfe, aber sie hatten keine Ahnung, wie ein Segel aussehen sollte. Franklin wollte Moses am Ufer, über das Rote Meer weisend. Jefferson favorisierte eher die Kinder Israels in der Wildnis. Adams kämpfte für ein Gemälde des jungen Herkules. Dann gaben die drei auf. Sie baten den Künstler Eugène de Cimetière um einen neuen Entwurf. Davon finden sich einige Elemente im offiziellen Siegel wieder, das erst 6 Jahre und 3 Kommissionen später abgesegnet wurde. Darunter das merkwürdige, schwebende Auge. Das Auge im Dreieck ist ein Symbol der Vorsehung, der Gottheit, des Allmächtigen. Du kannst vor nichts davonrennen, wenn Gott dich beobachtet. Ein sehr wichtiges Symbol für eine junge, erstarkende Nation. De Cimetière hatte zudem bereits das lateinische Motto vorgeschlagen, E pluribus unum, aus vielen eines. Das erste offizielle Symbol des neuen Staates war keine leichte Geburt. Die Entwürfe der ersten Kommission 1776 wanderten alle in die Schublade. Vielleicht war für später ja doch was Brauchbares dabei. 4 Jahre später der zweite Anlauf. Eine weitere Kommission beauftragte den Künstler Francis Hopkinson, der auch schon beim Entwurf des Sternenbanners dabei war. Er übernahm die 13 roten und weißen Streifen, platzierte sie auf einen Schild und fügte eine Konstellation der 13 Sterne hinzu. Die 13 Streifen sollten die 13 Staaten repräsentieren, eingefasst von dem Band, das für die Regierung des Staatenbundes stand. Es handelt sich selbstverständlich nicht um satanische Sterne, wie manche Fundamentalisten behaupten, sondern einfach um die 13 Staaten. Aber der Kongress hat diesen Entwurf ohnehin ebenfalls zu den Akten gelegt. Danach wandte sich eine dritte Kommission an einen jungen Wappenkundler namens Thomas Barton. Von Barton stammen der Adler und das wohl rätselhafteste Symbol des späteren Siegels, die unfertige Pyramide, unter dem allsehenden Auge. Der Pyramidenstumpf symbolisiert, dass die Arbeit nie beendet ist. Die Vereinigten Staaten werden beständig an ihrer Demokratie weiterarbeiten, um eine bessere, stärkere Nation zu werden. Die Pyramide verbanden die Gründerväter mit Stärke und Dauerhaftigkeit. Sie wollten einen Staat schaffen, der ewig besteht. Im Juni des gleichen Jahres, 1782, zeichnete der Sekretär des Kongresses Charles Thompson höchstpersönlich einen weiteren Entwurf. Der Adler fiel größer aus und es war einer, der in Nordamerika vorkam. Nur ein Adler war spezifisch amerikanisch, der Weißkopfseeadler, mit hellem Kopf auch gut wiedererkennbar. Außerdem kamen 2 weitere lateinische Sprüche hinzu. Annuit Zöptis, er, Gott, hat unser Vorhaben gesegnet. Und unter der Pyramide Novus Ordo Seclorum, eine neue Ordnung der Zeitalter. Die neue Ordnung, das war die repräsentative Regierungsform, die Republik. Hier die offizielle Interpretation. Das große Siegel der Vereinigten Staaten stellt Amerika dar. Sein neues Staatsgebilde, bestehend aus 13 Teilen. Diese Vereinigten Staaten bewachen das Land und die Bürger, aber die Arbeit ist nie abgeschlossen. Gott betrachtet das Vorhaben wohlwollend. Amerika ist friedlich, aber bereit, sich zu verteidigen. Eigentlich ganz einfach. Rund 170 Meter hoch ragt es heute über die amerikanische Hauptstadt. Ein imposanter Anblick. Über 100 Jahre und einige harte Kämpfe waren nötig, um ihn überhaupt zu errichten. Der Plan für das Washington-Denkmal ist so alt wie die Stadt selbst. Genauer gesagt, die allerersten Entwürfe stammen aus dem Jahr 1783. George Washington war damals, zum Ende des Unabhängigkeitskrieges, noch gesund und munter. Man hatte vor, eine eher konventionelle Reiterstatue des verdienten Mannes zu errichten. Aber das schien als Würdigung des berühmten Feldherrn und Staatsgründers etwas zu unspektakulär. Widerstand regte sich. Viele meinten, kein Denkmal auf Erden könne Washington und seinen Verdiensten gerecht werden.
Es musste das höchste Denkmal der Welt werden für den größten Mann, der jemals gelebt hatte. Bereits 50 Jahre später veranstaltete der Verein für den Bau eines Washington-Denkmals einen ersten Wettbewerb. Und das war der klare Sieger. Robert Mills, der Architekt, schlug etwas vor, das man je nach Wunsch winzig, mittel oder riesengroß bauen konnte. Man entschied sich für riesengroß. Washington sollte mit einem alles überragenden Obelisken geehrt werden, einer Bauform, die aus dem alten Ägypten stammt. Von hier aus gesehen einfach eine Nadel, die aus dem Boden ragt. Aber für die Ägypter war das ein steingewordener Lichtstrahl. Obelisken standen schon im Altertum an den Zugängen monumentaler Grabtempel zu Ehren des Sonnengottes Re. Für die alten Ägypter war die Sonne eine mächtige Gottheit, Quelle für Leben und Tod. 1876 schließlich befürwortete der Kongress die Fertigstellung. Die nationale Schande sollte endlich getilgt werden, und zwar mit einem Weltrekord. 1884 ragte der fertige Obelisk genau 555 Fuß, 170 Meter in die Höhe, höher als der Kölner Dom. Das Washington Monument war das höchste Bauwerk Amerikas, und heute ist es immer noch der höchste Obelisk der Welt. Mount Rushmore. Gemeinhin wird er als Schrein der Demokratie gesehen. Vier Präsidenten in Stein gehauen für alle Ewigkeit. Der Staat South Dakota wollte für Touristen attraktiver werden. Man bat Borglum, Westernhelden wie Buffalo Bill in den Black Hills in Stein zu meißeln. Vielleicht auch den Sioux-Häuptling Red Cloud. Der Künstler schlug hingegen vor, den Touristen doch eher Büsten populärer Präsidenten zu präsentieren. Die Idee überzeugte und man einigte sich und Borglum suchte sich eine Felswand mit großer Flanke und gutem Lichteinfall. Massive Probleme mit dem Granitgestein zwangen den Bildhauer immer wieder, seine Pläne abzuwandeln. Die Entwürfe wurden drastisch verändert. Insgesamt gab es 9 verschiedene Modelle. Bei einem befand sich Jefferson rechts neben Washington. Borglum hatte mehrere Jahre an Jefferson gearbeitet, als der Fels Risse bekam. So musste man das begonnene Werk absprengen und neu beginnen. Doch auch an der neuen Version kann man eine Klammerfixierung erkennen. Die einzige Ausbesserung am Mount Rushmore befindet sich an der rechten Oberlippe Jeffersons. Was kaum jemand weiß, eine gigantische Inschrift war dort vorgesehen, wo jetzt Lincolns Stirn prangt. Eine Tafel in der Form des ehemals französischen Louisiana erstreckte sich über den Berg. Präsident Coolidge hatte den Text entworfen, aber die riesigen Lettern waren kaum zu meißeln, geschweige denn aus der Ferne zu lesen. Borglum musste alles wieder ändern. Roosevelt war zunächst nicht vorgesehen. Borglum hatte folgende Prioritäten: Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt. In dieser Reihenfolge. Dass Borglum seinen Freund Roosevelt hinzufügte, verursachte einen Aufschrei der Öffentlichkeit. Viele meinten, dass die Leistungen historisch nicht vergleichbar wären mit denen der anderen drei. Aber der Bildhauer setzte sich durch und schuf alle vier präsidialen Riesen. Dieses Werk hier war nicht so dauerhaft und hat einen berühmten Sprung. Die Freiheitsglocke umranken viele Legenden. Von Gerüchten über satanische Botschaften ganz zu schweigen. Das Geheimnis der Liberty Bell beginnt mit einem Jungen. Der wartet am 4. Juli 1776 ungeduldig vor dem State House in Philadelphia darauf, dass endlich die Unabhängigkeitserklärung verlesen wird. Kurz nachdem die Unabhängigkeit verkündet wurde, läuft der Junge hinüber zu seinem Großvater und ruft den Glockenturm hinauf: Großvater, läute die Glocken. Grandfather, ring, Grandfather, ring. Durch das Läuten hat ganz Philadelphia erfahren, dass wir uns gegenüber Großbritannien für unabhängig erklärt haben.
Ein gewisser George Lippard hat sie 1847 in einem Roman in die Welt gesetzt. Irgendwann wurde die rührende Geschichte zum Tatsachenbericht. Als Klangkörper hat die Glocke also schon lange ausgedient, nicht aber als Symbol. Sie ist kaputt und stumm und nicht besonders groß. Dennoch geht ihr Ruf nach Freiheit und Gleichheit der Menschen hinaus in die Welt. Unser nächstes Rätsel thront über dem Kapitol. Eine wahrhaft mysteriöse Dame. Und was für eine. 6 Meter groß und fast 7 Tonnen schwer. In Bronze gegossen. Sie sieht aus wie eine Kriegsgöttin, welche die Bevölkerung bewacht. Man sollte sich nicht mit ihr anlegen. Warum auch steht sie mit Blick nach Osten und dem Rücken zur Hauptstadt und dem Rest des Landes? Aus dem Osten kam einst das Licht und die Weisheit. Also richtet die Dame ihren Blick nach Osten, zur Erleuchtung. Das Gebäude, auf dessen Spitze sie steht, ist das Kapitol der Vereinigten Staaten und selbst stolzes Symbol für den Traum des Landes von Demokratie und Freiheit. Die Kuppel besteht aus rund 8000 Tonnen Gusseisen, womit auch etwas bedeckt wird. Nämlich Teile der ersten, viel kleineren Kuppel aus Stein, die sich darunter befindet. In den 1850er Jahren wurde das Kapitol vergrößert, ebenso die Kuppel. Die große Kuppel errichtete man über der früheren Rotunde. Man hat Teile der Steinkuppel aufgestockt. Hinter diesen Säulen haben wir es mit einem ernsteren Fall zu tun. Abraham Lincoln, dem Präsidenten, der das Land durch schwierige Zeiten führte, den Bürgerkrieg. Das Bild eines Mannes im Angesicht schwerer Konflikte. Ein viel älteres Gesicht als das eines Mannes Ende 50, nachdenklich und düster. Lincoln vereinte eine Nation, die ohne seine Kraft wohl zerrissen worden wäre. Eine recht einzigartige Gedenkstätte. Man fühlt sich hier wirklich wie in einem Tempel, anders als bei anderen Ehrenmalen in der Stadt. Innen ist es ziemlich dunkel. Licht fällt nur durch die Oberlichter und das Portal. Die Inschrift an der Wand klärt uns auf. In diesem Tempel, sowie in den Herzen der Menschen, für die er die Union rettete, ist die Erinnerung an Abraham Lincoln auf ewig festgehalten. Das Wort Tempel in der Widmungsinschrift betont die quasi religiöse Verehrung dieses großen Staatsmannes. Sein Ehrenmal wird als heiliges Bauwerk betrachtet. Dieses Gebäude, die Kongressbibliothek, ganz in der Nachbarschaft des Kapitols. Die Library of Congress gilt als größter Wissensspeicher der Welt, mit sagenhaften 1200 Kilometern Buchregalen. Von der 4000 Jahre alten Tontafel über Computerprogramme und DVDs bis zu 14 Millionen Fotografien, einer riesigen Sammlung von Comicheften oder Telefonbüchern, wird hier alles gesammelt. Täglich kommen 10.000 neue Stücke hinzu. Der Plan, die größte Bibliothek der Welt zu bauen, begann 100 Jahre nach der Staatsgründung. Wir waren noch ganz unbedeutend unter den Weltkulturen. Der Fleiß der Sammler war erfolgreich. Das Bibliotheksgebäude selbst wimmelt von Symbolen, etwa des Lichts und des Feuers. Statuen mit Fackeln sind überall zu finden. In den Lesesälen, auf dem Kuppeldach und an den Treppen und Gängen. Das ist keine Flamme der Zerstörung, sondern der Schöpfung durch einen wachen, aktiven Geist. Das Gebäude wurde 1897 fertiggestellt und schnell zu einer von Büchern überbordenden Sehenswürdigkeit mit schmuckvollen Details und einer gewaltigen Kuppel. Nach der Eröffnung war es die Attraktion in den Vereinigten Staaten und auf der Galerie standen manchmal 2000 Besucher, die den Lesesaal bestaunten.
Unter der Kuppel findet sich wieder die Darstellung der berühmten Frauengestalt, die überall in Washington zu sehen ist. Das Wandgemälde zeigt das menschliche Verstehen. Die Figur zieht einen Schleier von ihren Augen. Sie lernt. Das Licht dringt in das Leben, die Dunkelheit verschwindet und man begreift, worum es geht. Man bekommt die Figur nur zu Gesicht, wenn man mit einem Forschungsvorhaben in diesen Saal eingelassen wird. Ein weiteres Symbol ist allgegenwärtig in der Kongressbibliothek. Die geflügelten Wesen. Wo immer man Flügel in diesem Gebäude sieht, geht es um das antike Symbol des Genies, das sich mit Flügeln über das Normale erhebt. Der Geist bekommt Flügel. Bei genauerem Hinsehen bemerkt man, die geflügelten Wesen halten auch Alltagsgegenstände, eine Lampe, eine Schere, und einen Becher. Die Genien in diesem Fries sorgen dafür, dass das Licht des Wissens nie ausgeht. Einer trimmt den Docht der Lampe, der andere sorgt für Nachschub an Öl.